Liebe Rollstuhl-Basketball-Freunde, willkommen hier in Neuburg. Heißt Audi Fahrsicherheitstraining mit André Bienig, MVP des letzten Jahres. Deswegen sind wir auch hier. Wie war das Fahrsicherheitstraining? Deine Freundin sieht ein bisschen blass aus. Wie lief so die erste Runde? Ich habe mich langsam rangetastet, aber am Ende konnten wir schon schnell fahren. Und das erste war halt die Notbremsung. Und ich denke, am Ende habe ich es ganz gut hingekriegt. Bist du eher so der Drängler auf der Autobahn oder bist du so der Opa auf der Schnellstraße? Naja, Opa würde ich mich nicht bezeichnen, auch wenn ich ein bisschen gezägert wurde, dass ich mal schneller fahren sollte hier. Ich mag es schon, schnell zu fahren, aber... Ja. Ja, die neue Saison steht an. Habt gute Verpflichtung mit Matt Scott, die eine oder andere auch noch dazugekommen. Was sind so die Pläne für die anstehende Spielzeit in Thüringen? Ich denke, die Pläne sind die gleichen wie letztes Jahr. Höchstmöglich abzuschließen die Liga, Eurocup, genau das Gleiche. Wir sind jetzt zweimal Zweiter geworden im Pokal und in der Liga und ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, freust du dich auch so ein bisschen auf so einen Namen wie Matt Scott, sich zu betteln mit so jemandem im Training? Also ich telefoniere ja ab und zu mal mit Lessmann und so, ne? Der scheint ja richtig Bock zu haben, ne, Matt Scott? Natürlich, der ist durch und durch Sportler, wie wir alle. Ich kenne ihn ja schon aus dem College heraus. Ich habe mit ihm gespielt zusammen, oft gegen ihn gespielt, die Nationalmannschaften. Und ich freue mich riesig auf ihn, genauso wie auf Jay, genauso wie auf alle anderen, die wiederkommen, ja. Hebt so ein Spieler dann auch das Training auf ein neues Level? Natürlich, er ist halt, wie gesagt, Sportler durch und durch und ich denke, er ist sehr diszipliniert in seinen Trainingseinheiten und das ist halt ganz toll, wenn jemand da jeden Tag 100% bringt, fordert das einen selber auch, 100% zu bringen. Natürlich stehen die ganzen Kader jetzt noch nicht fest, der Konkurrenz. Wetzlar hat mit Luczynski einen wichtigen Mann verloren. Sind sie jetzt angreifbarer oder müsst ihr noch mehr die Pobacken zusammenpetzen, um sie vom Thron zu stoßen dieses Jahr? Naja, sie haben Piotr verloren, aber Brian Bell gewonnen und ich denke, das ist ein ähnlich guter Spieler, komplett anders in seinen Anlagen und so weiter, von seiner Spielweise, aber ich denke... qualitativ genauso hochwertig und es wird nicht für uns nicht einfacher. Europameisterschaft, du warst nicht dabei. Was waren die Gründe? Dass ich in den letzten Jahren halt sehr, sehr viel Basketball gespielt habe und auch ein paar körperliche Einschränkungen dadurch hatte, ein bisschen Verletzungssorge und so weiter und das wollte ich halt komplett auskurieren vor der neuen Saison und auch vor der Nationalmannschaft wieder in der WM in Hamburg. Das wollte ich jetzt komplett mal auskuriert haben und damit ich halt wieder vernünftig angreifen kann. Hast du so ein bisschen mit den Jungs gesprochen, beziehungsweise die Europameisterschaft auch verfolgt jetzt am Ticker oder im Livestream? Ja, natürlich. Ich habe jedes Spiel gesehen, immer wieder verfolgt. Und was die Jungs gemacht haben, war sensationell. Also das Spiel gegen Spanien, da habe ich mitgefiebert. Ich glaube, die Nachbarn haben das auch mitgekriegt, wer da gespielt hat. Und die letzten Minuten waren halt der Hammer. Und ich habe mich echt für die Jungs gefreut, dass sie da die Bronzemedaille gewonnen haben. Das war echt toll. Wie sehen deine persönlichen deine persönliche Einschätzung oder dein Wille jetzt aus in Sachen Nationalmannschaft für die Zukunft? Willst du jetzt angreifen in Sachen Hamburg oder nochmal ein bisschen Pause machen? Nee, ich habe ja gesagt, also die Saison, die spiele ich jetzt, ich bereite mich jetzt ab jetzt so drauf vor. Ich bereite mich auf die Vorbereitung vor und dann auch für halt auf die Saison und ja, wenn Nick mich noch haben will, dann würde ich mich dann auch wieder zum Camp melden und Hamburg spielen wollen. Da fragen wir mal nach beim Zeltinger, ob er noch Bock hat auf dich. Was löst so eine Heim-EM, Heim-Weltmeisterschaft aus bei dir? Wie ist so da die Gefühlslage? Alle sind hoch euphorisiert, ja, wir auch. Uli und ich freuen uns natürlich riesig auf die Weltmeisterschaft in Hamburg. Wie sieht es bei dir aus innen drin? Das sollte dir auch sein. Also ich denke, es ist immer was eine große Ehre und was ganz Besonderes, eine Meisterschaft an sich auszutragen. Ich habe in Wetzlar und in Frankfurt schon jeweils eine Europameisterschaft gespielt und es war sehr, sehr toll. Der Support von den Leuten war unglaublich. Wie viel Feedback man gekriegt hat auf einmal, das war unglaublich toll und schön. Und ich denke, das wird nochmal potenziert dadurch, dass wir halt in so einer Stadt wie Hamburg das machen, nochmal mehr Leute kommen und mit der BG Hamburg haben ein super Team, was dort spielt und dann auch mal die Fanbase ein bisschen größer ist. Und ich freue mich richtig drauf. Ja, das Thema Nachwuchs ist ja auch so eine Sache. Was hast du eigentlich gemacht, um dich durchzubeißen? Ne? Also wir sprechen ja oft oder hören so eine Diskussion, Quotierung, was muss gemacht werden, um den Nachwuchs noch eine Chance zu geben? Was hat André Bienig eigentlich gemacht, dass er so gut geworden ist? Das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung. Ich schreibe mir immer auf die Fahne zu sagen, dass ich halt sehr, sehr hart trainiert habe, mich immer mit
mit besseren Leuten gemessen habe und auch nie zufrieden war mit mir selber und auch immer wieder trainiert habe und auch immer da gespielt habe, wo ich gefordert wurde und wo ich dem Team etwas geben konnte. Und ich wollte auch immer der Mann sein, der viel spielt und Verantwortung übernimmt und so weiter. Und ich denke, das war so für mich das Ziel, dass ich das auch tun konnte. Was sind so deine sportlichen und privaten Ziele jetzt in den nächsten 1-2 Jahre? Wie lange spielt denn André Binek noch? das eine Jahr mit Thüringen ist klar. Wieder wegen Finale zu stehen. Und dann gucken wir mal. Und dann die WM in Hamburg. Und danach gucken wir mal. André, vielen Dank für deine Zeit. Bleib unfallfrei jetzt gleich nach dem Mittagessen. Vielen Dank für deine Zeit. Wir hören und sehen uns. Dankeschön.